Netflix, Mediatheken, Videostreams bei Facebook und Co. Nichts geht gut ohne schnelles Internet. Die Datennutzung nimmt in Deutschland immer mehr zu. Valide Zahlen bis 2016 belegen das. Tendenz weiter stark steigend. Mobilfunkstandards wie 4G und aktuell in Planung 5G-Netze fordern das schnelle Internet. Weltweit ein Eldorado für Hersteller von Glasfasern. Es wird überall investiert, weil überall Fasern gebraucht werden. In Europa, in Asien und da speziell in China, aber auch in Indien, in Südostasien und auch in Amerika und Japan investiert in Faserkapazitäten. Glaszylinder wie diese sind die Grundlage für hochwertige Lichtleiterkabel. Aus diesem Stück werden 2500 Kilometer Lichtleiter. Dünner als ein Haar, dabei möglichst flexibel und natürlich ohne Staubeinschlüsse und Risse. Hier präsentiert auf der Fachmesse Wire in Düsseldorf. Die Anforderungen an Glasfasern zur Datenübertragung sind groß. Und ohne sie kein Breitband-Internet. Ja, zurzeit ist der Fasermarkt bei circa weltweit bei 500 Millionen Faserkilometer Produktionskapazität und das geht in Richtung 600 Millionen. Die hochwertige Herstellung der schnellen Leitungen ist eigentlich kein Problem. Die Datenbremse steckt eher im Technologiemix in Deutschland. Bis zum grauen Kasten auf der Straße liegt oft schon ein Glasfaserkabel. Die letzte Meile bis in die Wohnung allerdings besteht weiterhin meistens aus Kupfer. Gigabit-Bandbreiten seien so nicht erreichbar, sagen Fachleute.